Weniger als 3% der Kundinnen und Kunden in Bäckerei wünschen einen Kassenbon. Mit anderen Worten, über 97% sollen ab dem 1. Januar 2020 einen Kassenzettel in die Hand bekommen, den sie dann direkt wieder in einen Mülleimer werfen werden. Wir reden ja hier viel über Digitalisierung, und Sie zwingen allein die Bäckereien über, das sind jetzt Zahlen, Daten, Fakten, 5 Milliarden Bons pro Jahr zusätzlich auszudrücken. Das ist das 25-fache des Erdumfangs oder die 2,5-fache Wegstrecke von der Erde bis zum Mond, liebe Kollegen. Ich frage mich übrigens, wo die Kollegen von Bündnis 90 die Grünen an der Stelle bleiben. Das hat mit Umwelt- und Klimaschutz gar nichts zu tun. Das ist das Gegenteil dessen, liebe Kolleginnen und Kollegen.